was bisher geschah. Und so geht's weiter. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Nur wie willst du das gewinnen? Weil quasi sind wir eigentlich auch nur ein Eindringling, eine Fremde, die nach dieser göttlichen Quelle sucht. Also nicht viel besser als die anderen. Zumindest aus deren Perspektive. Gut, ich frage mich auch die ganze Zeit, was mit Jonah eigentlich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach wieder nach Hause gegangen ist. Grabflüstern. Alter Hornbogen, dessen Wurfarme mit dekorativen Schneeleopardfell umwickelt sind. Für diese Waffe ist kein Zubehör verfügbar. Das finde ich nicht so gut. Was haben wir hier? Sehnennocken. Pfeilnocken an der Bogensehne ermöglichen eine schnellere Pfeilaufnahme und höhere Schussfrequenz. Ja. Ich würde auch gerne das hier machen, aber dafür fehlen mir jetzt noch so 3. Das sollte ich vielleicht mal im Auge behalten. Hier könnte ich theoretisch ja... Was ist das? Mondschatten. Matt schwarze, halbautomatische, schwere Pistole mit einer einlegbaren Einlegearbeit aus Elfenbein am Griff. Matt schwarze, halbautomatische Pistole. Revolver. Ach, das sind verschiedene Handfeuerwaffentypen. Nicht nur die, die wir davor hatten. Ich dachte eigentlich, von der Schusssequenz sollte so eine Pistole deutlich einfacher sein als... Die sieht irgendwie cooler aus. Kannst du sagen, was du willst? Ich bleib bei der Waffe. Ich mag die. Die sieht cool aus. Ich bin sowieso nicht so der Revolver-Fan. Kann ich die denn irgendwie verbessern? Ja. Nee, nicht wirklich. Also, mir fehlt ein bisschen was dafür. Okay. Und was ist hiermit? Fertigungswerkzeug fehlt mir dafür. Verbesserungswerkzeug. Alles klar. Hier haben wir auch nichts Neues. Nö, ich wollte nur nochmal sicher gehen. Man weiß ja nie. Gut. Auf jeden Fall muss ich ein paar Hirsche oder sonst was erlegen beim nächsten Mal. Ich brauche Leder. Und jetzt verteilen wir noch unsere Fähigkeitspunkte. Wie wär's denn mal mit Kämpfer? So ein bisschen dickhäutiger gefalle ich mir ganz viel. Ganz viel besser, super ausgedrückt. Wenn hier nicht lautlose Kills erledigt werden, automatisch ausgeplündert. Das ist so ein Luxusding, was eigentlich nicht so wichtig ist. Durch Explosion und Feuer wahrscheinlich später nochmal nützlich. Setzt ihn beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich abgepasste Drücken von... ohne Rüstung bringt mir das jetzt auch nicht so viel. Sie alleine erheblich weniger Schaden durch X. Machen wir das mal. Bevor die später wieder irgendwelche Molotow-Cocktails nach mir werfen. Ist mir doch lieber, wir sind da schon ein bisschen für gerüstet. So, jetzt haben wir an jedem 2. Und damit würde ich fast auch mal behaupten, mache ich eine Aufnahmepause. Das ist jetzt die 2. Aufnahme. 2 Stunden, das ist jetzt auch schon 2:30 Uhr morgens. Wir wollen mal meine Stimme nicht zu sehr reizen, wa? Ich finde es auf jeden Fall, also das Spiel zeigt doch deutlich, dass es vieles, was es im Teil davor nicht ganz so gut gemacht hat oder vielleicht auch verkehrt gemacht hat, jetzt aufgearbeitet hat. Und da deutlich Konter gibt. Also ich finde, bis jetzt habe ich nicht viel zu bemängeln. Ein bisschen bemänge ich, dass sie das Greifen nicht ganz so intuitiv macht wie im Teil davor. Das fand ich da ein bisschen besser. Auch da hast du manchmal gedacht, gut, hätte sie verstehen können, dass du in die Richtung wolltest. Hat sie nicht. Aber das kann ja auch manchmal auch am Spieler selber liegen. Soll ja vorkommen, dass der auch mal Fehler macht. Also bei mir nie, grundsätzlich nicht, aber... Andere habe ich gehört, da gibt es Gerüchte, dass es da auch mal vorkommen kann. Aber generell finde ich das Spiel echt gut gelungen bis jetzt. So die ersten 3 Stunden haben wir jetzt durch, ist super. Man weiß natürlich noch nicht so viel, sorry, kann ich jetzt nicht sagen, weil da sind wir nicht wirklich viel weitergekommen. Quelle des Lebens mit Prophet und so interessiert mich auch von der Idee her, muss ich gestehen, weniger als das Thema auf der Insel. Warum sind wir auf der Insel gestrandet? Warum existieren da die Stürme? Was hat es mit unserer Freundin in der Verbindung auf sich gehabt? Das waren alles so Sachen, da hat man sich immer weiter gefragt, was ist da los? Hier denke ich mir eher so, ja,
Ist wie die Suche nach, nach dem Gral und so. Es ist halt. Biblischen Ausmaßes interessiert mich einfach nicht so sehr. Aber na gut, wir sind gespannt. Da kann ja noch viel mehr dazukommen. Und ich mag die kleine Nebenstory mit ihrem Vater. Das ist, die Daddy-Issues können wir mal gerne zusammen aufarbeiten. Finde ich ganz gut. Ja, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich entschuldige mich nochmal für meine belegte Stimme und etwaiges Räuspern oder Husteln, was ich nicht rausschneide, weil ich es einfach verpasst habe. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage Tschüssi! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider mit Ninchen. Ja, zuletzt waren wir hier stehen geblieben, nachdem wir uns quasi durch die Hälfte dieser Anlage gesprengt hatten. Was auch sonst. Wir sind Lara. Selbstverständlich springen wir uns durch Armeen von Gegnern. Natürlich alles nur zur Selbstverteidigung. Hier ist eine Sackgasse, no shit. Oh, ist am Schild. Anyway, wir sollen uns ins Gefangenenlager durchschleichen. Voranschleichen? Durchschießen? Ich glaube, das bleibt uns überlassen. Da geht's aber auch lang. Da geht's gar nicht lang, wa? Ich muss hier... Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, der Weg über die Brücke ist keine Option. Aber wir können ja mal die Leiter hochsteigen. Können wir tatsächlich. Ja. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Geh mir zu den Leucht... Ah. Ach, hier runter kann ich. Ach so. Darf ich da erstmal... Warte mal. Das Abrollen ist irgendwie cool. Wenn ich dran denke, ist es echt praktisch. Ach, wir brauchen Felle. Hier ist hier. Bleib mal hier. Oh. Es tut mir leid. Das sah aus wie ein Kopfschuss. Möchte ich nur mal bedeuten. Möchte ich nur mal erwähnt haben. Möchte eigentlich... Möchte ich hiervon irgendwas? Ja. Ich brauch die Felle für irgendein Upgrade. Daran erinnere ich mich noch, dass ich das gesucht habe. Beziehungsweise nicht gesucht, sondern mir vorgenommen habe. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, da. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Die reibt man noch zwischen seinen Fingern nacheinander, oder? War das nicht irgendwie so eine Art Tick, den manche Leute hatten oder so in der Richtung? Kann man das nicht? Das sieht aus, als könnte ich damit was machen. Als könnte ich es wegsprengen, wenn ich dürfte. Da kann sie offensichtlich nichts greifen. Dann ist das hier eine Sackgasse für mich. Ich bräuchte noch ein paar Häschen. Hirsche würden mehr Leder bringen, habe ich das Gefühl, aber ich... Hab hier gerade ein bisschen Mangel an Auswahl. Ja. Ich wäre eine super Survivalistin, finde ich. So krass, wie ich die kleinen Häschen hier abschießen kann. Es tut mir trotzdem leid. Jedes Mal. Darf ich ganz kurz gucken, was ich hier upgraden wollte? Ich glaube, ich brauchte auf jeden Fall noch mehr. Nicht Inventar. Ich glaube, das war irgendwas an meinem Bogen. Was ist das? Achso, da fehlt uns ja noch so ein bisschen Zeug, Upgrades, die wir finden müssen. Eins brauche ich noch. Dann kann ich es machen. Ich weiß zwar nicht, was es war, weil ich es mir nicht durchgelesen habe, aber... Ja, ist gut. Mach die Regionsübersicht bitte weg. Ich schätze, das letzte fehlende Häschen werden wir auch noch auf dem Weg killen können. Ja, wir lassen die Leichen jetzt einfach mal hier so liegen. Immerhin haben wir die Pfeile wieder eingesammelt. Sie werden nie wissen, dass wir das waren. Ist hier unten irgendwas? Darf ich hier kurz runterspringen, ohne dass du da ranspringst? Ist das eine gute Idee? Sterbe ich dann? Nö. Dann kann ich mich ja hier noch umsehen. Just in case. Hier könnte ich noch was einsammeln. Oh, guck mal, eine Karte. Da hat sich doch schon gelohnt. Karte aktualisiert. Können wir uns direkt mal umsehen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Das wurde nicht aktualisiert. Was ist das? Ach, das ist die Herausforderung. 1 von 5 Höhlen. Ja, so viele Höhlen habe ich noch nicht. Das habe ich jetzt gefunden, das Relikt. Okay, mehr wird mir hier gar nicht angezeigt. Wie schade. Neue Dokument- und Wandgemäldepositionen. Ja, nicht wirklich, wenn ich das kurz so sagen darf. Da haben wir noch den Kanister und dann war es das, glaube ich, auch schon. Ja. Hier kommen wir definitiv nicht weiter. Ich würde es auch gar nicht probieren. Nö, nö.
Können da ja irgendwie jetzt bestimmt wieder zurück, ne? Ne? Nee? Klettern irgendwie? Ich weiß nicht. Hallo? Kann ich hier über den Stachel... Das ist ja eine sehr gute Idee. La la la. Oh, eine Talfahrt. Ich mag das. Wenn sie denn auch greift. Hui. Yippie. Er ist tot. Oh Gott. Bist du böse? Hast du mich auch? Hallo? Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Ich auch nicht. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hallo? Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man Ihnen trauen kann. Mission. Missionsbelohnung Dietrich. Ja, einen Dietrich haben wir nicht. Den hätte ich für da hinten mal gebraucht. Auf jeden Fall. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Ich sehe die Wölfe da hinten. Ob ich die... Ich weiß nicht. Sollte ich die... Ich mache es gleich. Ich kill die von hier hinten. Es scheint mir auch safe zu sein, wenn er in der Nähe ist. Ich hoffe, er kann nicht sterben. Fehlende Ausrüstung. Benötigen Sie den Dietrich. Ach so. Das kann ich nicht mehr aufstemmen, willst du mir damit sagen. Kann ich das hier aufsammeln? Nein. Ich will mich kurz umsehen, bevor wir weitergehen. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Gute Idee. Kann es sein, dass die Leute und die Rothaarige, die uns vorhin mit diesem Bogen bedroht hat... Warum frierst du eigentlich? Wir haben noch total die Winterkleidung an. Zu diesen Leuten gehören, die dem Propheten damals gefolgt sind und so eine kleine grüne Stadt in den Eisbergen geschaffen haben, gebaut haben. Das kommt mir langsam so ein bisschen so vor. Kann ich irgendwas hier mitmachen? Fehlende Ausrüstung. Zum Schneiden von Seilen wird das Kampfmesser benötigt. Was für Seile? Ich hab hier kein Seil. Was auch immer. Danke für den Hinweis. Ich brauche ein Kampfmesser. Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Wie wär's mit Schilde Sekunde? Ich hab noch nicht alle gefunden, aber bald. Ich hab noch gar keinen gefunden. Oh Gott. Ich hab nicht einen getroffen. Ist ja gut. Eichhörnchen, nein. Ich will das Eichhörnchen nicht gehen. Gott, ich hab ein zu weiches Herz hierfür. Dann gehen wir jetzt da hoch. Wahrscheinlich ist da oben der Sender. I would hope so. Sehe ich, wenn ihr mir irgendwo markiert als Extraziel? Nee, wa? Ah doch, warte, das Grüne. Da hat es gerade grün geleuchtet. Mach mal nochmal Q, bitte. Aha. Da, wo es grün blinkt, sind die Sender, die ich kaputt mache. Das zumindest will ich jetzt... Ich kann nicht dran schießen. Okay. War ein Versuch wert. Hier will ich hoch. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Q in dem Fall so viel nützlicher als im letzten Teil. Da war es alles viel offensichtlicher. Ich sprang dir doch deutlich mehr ins Auge, finde ich. Was ist eigentlich da oben? Warum will ich da jetzt gerade hochklettern? Können wir nicht... Warte. Kannst du da nicht so springen? Aha. Ach so. Nein, das geht natürlich nicht. Toll. Warte. Wenn ich da jetzt so runterspringe, komme ich nicht mehr an die Kiste ran. Oh nein! Oh no! Oh no! Idiot. Fucking Idiot. Ja, ja. Ich frage mich, sollte ich vielleicht andere Kleidung für die Gegend anziehen? Weil sie wirklich am Frieren ist. Gibt mir das irgendeinen Nachteil, wenn sie am Frieren ist? Fragen über Fragen. Mir wurde schon gesagt, wenn sie irgendeine weiße Schneekleidung anhat, dann wäre sie schlechter zu sehen für die Gegner. Es täte also meiner Tarnung ganz gut. Aber ich finde sie jetzt auch relativ weiß. Bedingt durch die Umwelt. Aber na gut. Weiß ist weiß. Wir klettern jetzt den ganzen Weg nochmal. Es tut mich sorry. Jetzt kannst du ja darüber springen.
Oder auch nicht drüber springen. Wir nehmen es einfach mit. Die Feder auch, dann kann ich mir nochmal... Wie ging das? Nee, ich musste... So konnte ich mir Pfeile herstellen. Plus 5. Wahrscheinlich völlig unnötig, wenn man bedenkt, dass ich ja sowieso welche bekomme aus dem, aus den Leichen geplündert. Geht's hier sonst noch? Ja, komm. Ja. Bevor du dich hier zu Tode frierst. Hallo? Ich habe Angst vor Wölfies. Von da oben könnten wir auch hierhin zurück. Aber ich kann da nicht hochspringen, oder? Nee, kann ich nicht. Optionaler Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Was? Grab? Wo? Grab? Ach, da! Das ist ja interessant. Okay, danke. Werden wir noch tun? Kann ich hier rein? Dafür brauche ich auch den Dietrich. Oh, bitte, bitte nicht so eine Mechanik wie bei Skyrim. Dann bin ich ja jedes Schloss hier am versuchen zu knacken. Das dauert ja allein an sich schon Stunden. Ich finde es schön, dass die Maps ein bisschen offener sind und nicht mehr so geradlinig. Wir haben jetzt, glaube ich, mehrere Wege zum Ziel. Was natürlich auch bedeutet, dass du viel mehr übersehen kannst. Weil du ja auch viel mehr einsammeln kannst. Ja, optionales Grab. Ich habe Grab. Ich habe es verstanden. Schöne Sekunde. Erlegen und häuten sie Tiere, um Ressourcen herzustellen. Ja, ich weiß. Sagst du mir jetzt nicht zum ersten Mal. Ich spiele schon seit 2 Stunden. Gib her. Ah, guck mal. Lebt der noch? Nee, der lebt nicht mehr. Gut. Wauwies, bitte lasst mich. Beißt mich nicht optional. Ja, irgendwo hier in der Nähe muss er sein. Es könnte ein Grabeingang sein da hinten. Kriege ich für... Nee, für Wölfe kriege ich nichts Besonderes. Karte aktualisiert. Interessanten Ort entdeckt. Das ist nicht der Grabeingang. Aber wir gehen trotzdem mal rein, weil darin ist es vielleicht ein bisschen wärmer. Na? Müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck aber. Er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Warte, wer hat denn da gerade gesprochen? Die Anhänger von Konstantin oder die Gegner von Konstantin? Die wirkten alle nicht so begeistert. Nach dem, was er dem einen Typen da angetan hat. Konstantin ist doch der Böse, oder? Der, na, was heißt der Böse? Oh, oh! Oh, Gott! Hi! Ihr seid aber langsam. Ihr lasst euch ja richtig Zeit. Gut, ich nehme mir das mal mit, ja? Ich will ja nichts verkommen lassen hier. Ich habe sie im Dunkeln echt nur schwer gesehen. Ich finde es allgemein gerade... Vielleicht sollte ich auch mal einfach mal drücken. Ah, guck mal. Ich will gar nicht rennen in der Höhle, weil ich Angst habe, ich renne noch mehr in die Wölfe und so einen Scheiß rein. Oder vielleicht eventuell Bären. Bären wären auch nicht so ein gutes, eine gute Option zum Reinrennen. Warte, hier unten war doch gerade... Nee, da oben muss ich hin. Okay. Hallo. Ich nehme mir das auch mal mit. Oh, das ist zu groß. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. Ich habe Angst, dass hier aus diesen Büschen in dem Moment irgendwelche Viecher rausgerannt kommen können. Ich glaube, da hat sich jemand ein paar Bierchen gegönnt. In dieser Wolfshöhle. Interessanter Ort dafür. Okay, wir kommen wieder an die Oberfläche. Sie friert. Das war's jetzt ehrlich schon? Kann ich irgendwie... Kann ich nah ranzoomen? Zentrieren. Ich kann nur weiter weg. Das war's? Das ist ja ein bisschen mager. Da unten ist was. Das sind die Pilze. Hier war nichts. Na gut, dann war das echt nur eine Tierhöhle. Dann gibt es nicht überall irgendwas Interessantes, schätze ich. Außer natürlich Felle habe ich jetzt bekommen. Oder Leder oder was auch immer das darstellen soll. Verbinden musste ich mich noch nicht, deswegen habe ich noch jede Menge Pilz. Ja gut, dann schön mit Öl. Da oben ist auch nichts. Musik? Warum duckt sie sich? Oh. Holy shit, die Musik geht ja richtig ab, wenn ein Vieh auf dich zugerannt kommt. Geh, bitte, mach.
Es ist tot. See that you cannot control.